Grüß Gott. Und herzlich willkommen. Zur All Hollow Night Folge von Flaschendreher. Halloween oder All Hallows Night. Die Nacht vor Allerheiligen, an dem das Tor zur Unterwelt offen steht. Und die Toten wieder lebendig werden. Wir haben in unserem Weinkeller nach Leichen gesucht. Oder nach Untoten. Nach Untoten. Wie untot sie sind, werden wir uns jetzt ansehen. Der erste Zombie in unserem Keller, der vielleicht wieder mal geputzt werden sollte. Josef Leberl, Blaufränkisch 1990. Schau mal. Während du aufmachst. Ja, wenn ich die Wiederbelebung starte. Hinter Spinnweben. Bauerbeutel, Blaufränkisch Kabinett. Ried Hochecker, 1993. Wir wissen nicht, ob wir das jetzt sehen könnten, aber der Korken ist jedenfalls schon sehr gestrig. Oder jenseitig. Entrisch. Entrisch, so schon. Entrisch. Schauen wir, ob wir ihn aufkriegen. Es gibt keinen Farbtest, es gibt nur einen Korktest. Der Kork ist durch. Ja, genau, durch und durch. Versucht einmal einzuschenken. Mmh. Yummy, yummy. Also, Bauerbeutel, Kork. Mhm, auch tot. Drei Viertel durch. Ja, ja. War auch eher tot. So. Gib mal, Leberl. Gern. Also, sehr gern. Okay. Gut. Also, man erkennt es bei diesen Lichtverhältnissen, glaube ich nicht, aber klare Sache sieht anders aus. Ja, das ist jetzt durchs Rausnehmen wahrscheinlich. Auf die Toten. Naja. Aber die Nase ist lebendig. Kein Leichengeruch. Halloween hat ihn auferweckt, hm? Spannend. Josef Leberl. 12% Alkohol hatte der damals. Das ist übrigens ein Winzer aus Großeflein bei Eisenstadt. Mhm. 1990 abgefüllt, das gute Teil. Und ja. Der hat jetzt sehr schön so hellbeerige Sachen in der Nase. Also es ist, um bei der Wahrheit zu bleiben, das ist natürlich ein sehr, 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 sehr alter Wein. Aber schlecht ist anders. Sehr hellfruchtig. Ja. Schönes Tannin. Überhaupt nicht tot. Na? Vielleicht ist er nur heute so, aber das ist schön. Sollten Sie auch so etwas in Ihrem Keller haben, probieren. Wie alt ist der jetzt? 22 Jahre? Mhm. Gut. Gut. Bauerbeutel. Wie alt sind wir da? 93. 93 war, glaube ich, ein recht schönes, warmes Jahr. Der ist jetzt viel mehr blaufränkisch als der vorige. Ja. Der ist würzig, hat überhaupt kein wirkliches Alter, oder? Nein, ich kann sagen, Alterstöne, schwer zu finden. Also keine roten Ruhm oder so irgendwas. Ja. Ich würde fast sagen, jugendlich. Das ist echt sehr starker Stoff. Mhm. Spannend, sehr spannend. Das ist ein typischer mittelburgenländischer Blaufränkisch, oder? Man würde nicht glauben, dass der auch noch annähernd so alt ist, wie er ist. Er schaut, da muss man ganz ehrlich sagen, sofern wir das in diesem Licht jetzt feststellen können, auch nicht so richtig alt aus. Ja, er hat sicher seine schöne braunen Töne, ja. Aber echt cool.
weder in der Nase noch am Gaumen würde man drauf kommen, dass das ein doch schon ja, 19 Jahre. 19 Jahre alter Blaufränkisch ist. Aber hat alles, was ein Blaufränkischer braucht, Würze in der Nase, schöne Beerenfrucht. Ja. Mittelburgenland eher dunkle Beeren. Natürlich durch schön reif. Auch in einem anderen Umfeld einmal zum Trinken vielleicht, nicht unbedingt im. Gehen Sie in den Keller, machen Sie sich eine auf. Ja. Dann so. Ist das auch. Und eine haben wir noch, gell? Einen haben wir noch gefunden. Die Gisel. Wachter Wiesler, Gisela, Blaufränkisch Kabinett 1994. Naja, also. Der war schon zum Ab. Einen Furz jünger. Machst du was, ey? Ich probier schon. Einen Furz jünger. Ja, wenn du probierst, schenke ich mir noch was vom Bart Wöcklein, weil das ist echt eine Sensation. Tun Sie das. Klingt ein bisschen anders. Ich sollte mal wieder Spinnweben entfernen. Ja. Putzen. Sagen andere Leute dazu. Einfach putzen. Sie sehen schon, es ist ein bisschen ein Kunstgriff, diese Korkadeln da herauszukriegen. Also die Farbe schaut jetzt eigentlich am tötersten aus. Ja, ne? Richtig. Das hat jetzt gebärdet sich vom Verhalten der Flüssigkeit her am meisten wie ein Zombie. Also das ist jetzt wirklich. Jetzt wird es spannend. Sehr dünn und sehr kam braun. Nehmen wir es braun. Nehmen wir es beim Namen. Er riecht nach wie vor wie ein südburgenländischer Blaufränkisch. Ja, es geht. Ich meine, er hat so ein bisschen so Teufelsfurz oder schon drin. Ja, aber. Nein, aber das ist glaube ich noch das Südburgenland. Verdeckt mit schon sehr, sehr morbiden Tönen. Was da lernen wir, das Südburgenland riecht nach Teufelsfurz? Nein. Naja. Jo. Das ist jetzt ziemlich tot. Ja, also. Wir hätten da doch noch eine Leiche gefunden. Ja. Obgleich sie nicht stinkt wie eine Leiche, sondern eher noch interessant riecht. Am Gaumen ist da nicht mehr viel über. Nein, also leider. Gar nichts. Fast. Witzigerweise, es ist also ein bisschen also Selbstträger, so Isabella-Trauben, so Urdler am Gaumen. Mhm, ja, trinke ich so selten. Kann ich nicht beurteilen. Es ist nichts da. Das ist halt das, wonach wir gesucht haben eigentlich. Ne? Nicht, dass wir den Beweis antreten wollten, aber nach so vielen Jahren können solche Weine dann auch tot sein. Die zwei anderen haben das Gegenteil bewiesen, die können aber auch durchaus sehr gut zum Trinken sein. Und zum Abschluss, ich habe jetzt nochmal die Sensation des Abends lahm weg. Bitte, danke. Keller darf noch Wein riechen, oder? Ja, ist ja deiner. Danke. Unsere Empfehlung. Für die All Hallows Night. Bauerbüttel. Oder für Weihnachten. Oder wann auch immer. Blaufränkisch Riedhochecker Kabinett mit 12,5 Alkohol. Aus dem Jahr 1993. Und Mohnblumen am Etikett. Genau. Mm-hmm.